Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, heute gibt es ein ganz, ganz cooles Video, das habt ihr nämlich angefragt und zwar ein Top- oder Flop-Video zu meinen Adventskalendern 2018 und ich habe schon einige Produkte echt getestet, es sind leider noch nicht alle, ich hoffe ihr verzeiht mir, ich habe hier echt schon einige Produkte, ich habe jetzt hier auf jeden Fall mal die Brigitte Box Adventskalender. Ich weiß gar nicht, gehört der hier auch mit rein? Das werden wir dann sehen. Ja. Ich fange einfach mal an. Das erste, was ich hier habe, ist einmal von CD. Ein schäumendes Badesalz, reine Liebe mit verwöhnendem Bärenduft und das ist vegan. Und es hat wirklich sehr, sehr richtig, richtig Bär gerochen. Und es war sehr, sehr gut. Also das kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Das war sehr, sehr angenehm und ich kann eigentlich gar nicht meckern. Es hat super gepflegt, es hat super wohlfühlend und der Duft war auch sehr angenehm. Er war nicht zu stark. Und ja, dann weiter geht's. Habe ich hier in Türchen 8 habe ich von Just Tea eine Teedose bekommen mit dem Organic Woibush Tee mit Vanille. Und der ist richtig geil. Den habe ich jetzt schon ein paar Mal getestet. Und der ist richtig, richtig gut. Der ist richtig vanillig. Und den finde ich echt super. Das ist übrigens die Nummer 19, falls niemand nachkaufen will. Finde ich richtig, richtig cool. Ja, dann teste ich derzeit wirklich den Nagellack. Und zwar ist der von Türchen Nummer 12. So sieht er aus. Und das ist von Alessandro der Nail Polish Nagellack mit 6-Free 100% Vegan. Und das ist die Farbe Mary Poppins. Die Farbe ist richtig cool. Die habe ich jetzt zu Silvester getragen und die ist richtig, richtig cool. Also fand ich wirklich super. Ja, dann gehen wir mal weiter. Dann war hier in Türchen 17 von Falz 7 eine Duschbombe, gute Laune Rosen. Und das tut ihr einfach in die Dusche. Das heißt nicht in den Abfluss, sondern da, wo das Wasser noch hingeht. Und das lässt ihr dann einfach so auflösen wie beim Baden. Und dann riecht eure ganze Dusche einfach nach Rosen. Das macht einfach so gute Laune. Das ist echt so eine richtig coole Erfindung, weil es einfach das Gemüt erhebt. Und ja, das kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Also, das war echt Bombe. Dann habe ich noch das Türchen 24 und da ist von Paper Blanks ein Kalender 2019 drin und den benutze ich jetzt für YouTube und für all meine Termine. Der war nämlich richtig, richtig cool. Weil da gibt es echt so viele Sachen drin. Hier zum Beispiel, hier ist einfach die Adresse. Dann habt ihr hier den Kalender in Übersicht, Feiertage. Hier nochmal so kleine Felder. Und hier habt ihr Notizen und dann geht es in 2019 rein. Und da habe ich jetzt einfach schon meine Planung. Hier zum Beispiel, dass am Sonntag mein aufgebrauchter Dezember, also morgen, dann Notizen, habe ich mir auch noch was aufgeschrieben. Mittwoch das Trying Out. Also da tausche ich, weil ich gesagt habe, dass das Top Surf Clubs kommt. Da kommt das Trying Out am Sonntag. Am Montag gibt es noch Girls Time, habe ich mich dazu entschieden. Und ja, dann gehen wir da ein bisschen hinten hin. Genau. Und dann hier nochmal internationale Feiertage. Nochmal ein Jahresplaner. Und dann die Weltzonen. Und dann nochmal ganz viele Notizen. Und ganz hinten ist sogar noch so ein kleines Telefonbuch, was ihr auch herausnehmen könnt. Das heißt, das kann man dann, und da hinten kann man sogar noch ein paar Sachen reinstecken. Das ist richtig, richtig cool, das Buch. Also, das hat mich sehr gefreut, weil ich eben noch einen Kalender für 2019 gebraucht habe, um alles zu planen und zu organisieren, auch mit YouTube und allem. Und da war das natürlich sehr, sehr geil. Ja, dann, ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Produkte, die hier drinnen waren im Adventskalender. Hier gab es zum Beispiel von Mercy Handy noch so ein Handreinigungsgel. Von Eau Thermale Avenue ein Thermalwasser. Dann kam eine Flasche Wein. Dann waren Ausstechformen, Winterbekleidung. Von Revlon ein matter Lip Balm.
von Styx Naturkosmetics einen Kartoffelhandbalsam. Also ihr seht, da sind ganz, ganz viele Produkte drin. Dann hier von Chaebens 3 Gesichtsmasken. Es sind echt so viele Sachen drin. Hier Mozartkugeln, ein Rasierer oder ein von Microcell ein Nail Repair. Also da waren echt viele Sachen drin. Der war wirklich super, der Adventskalender. Auch von außen hatte der nämlich dieses Merry Christmas und das, was ich euch vorhin eingeblendet habe. Das war einfach die Rückseite, also auch richtig, richtig cool. Dann kommen wir zum Balea Adventskalender. Da habe ich jetzt auch schon einige Produkte aufgebraucht. Und zwar hier einmal von Balea The Lovely Moment Schneerosenduft. Das ist ein sehr, sehr leicht blumiger Duft, aber nicht so arg. Und der hat super gepflegt, also genau wie alle Balea Body Lotions. Ich bin echt begeistert von den Produkten. Dann gibt es hier noch einen mit Vanilleduft. Das hat aber auch sehr angenehm nach Vanille geduftet. Genau das gleiche auch. Super gepflegt, super angenehm, schnell eingezogen. Also kann ich echt nicht meckern. Dann von Balea habe ich hier noch eine Duschcreme. Das ist mit Vanille und Honig. Das hat so einen angenehmen Vanille- und Honigduft gehabt. Und es hat auch wirklich, war sehr angenehm, hat wirklich super geduftet. Also für Duschgels wirklich perfekt. Genauso wie alle Balea Duschgels, die ich wirklich auch alle liebe. Und dann hatte ich hier noch von Lovely Moments ein Shampoo und eine Spülung für wintergestresstes Haar. Und die haben wirklich meine Haare jetzt, wo es so ein bisschen kühler geworden ist und ich mehr die Heizung gebraucht habe, wirklich sehr, sehr gut gepflegt. Sie sind sehr, sehr weich, sehr angenehm und wirklich super Produkte. Also beim Balea Adventskalender waren ansonsten noch Gesichtsmasken, Gesichtscremes, Waschgels, also wirklich so, was man so eigentlich immer brauchen kann. Und das alles in Probiergrößen, dass man sich wirklich durchtesten kann. Und das Coole ist, dass es eine Limited Edition ist. Das heißt, das kriegt ihr gar nicht im DM-Markt. Das gibt es wirklich nur in dem Adventskalender. Also das lohnt sich umso mehr, das einfach zu testen und dabei zu sein, dass wenn man es eine besondere LE gibt. Dann hatte ich mir noch den W7 Adventskalender gekauft. Den hatte ich auf der Beauty-Messe und da habe ich wirklich... das ist ein reiner Make-up-Adventskalender gewesen. In Türchen 24 war eine Mascara, dann gab es noch einen Bronzer, diverse Nagellacke, die ich aber jetzt noch nicht getestet habe, deswegen habe ich die auch jetzt nicht dabei. Hier habe ich jetzt echt noch, ich habe ganz, ganz viele Lippenstifte und alles in meinem Trying Out, was ihr am Sonntag seht, getestet. Hier habt ihr mal alle Farben. Also es sind sehr, sehr viele. Es gibt sehr, sehr viele Glitzer, es gibt aber auch matte Töne. Ich habe zum Beispiel hier einen pinken Mattton oder einen roten Mattton. Der Rest ist eher ein bisschen shiny. Dann gibt es hier auch noch Lipglosse. Ich habe hier zum Beispiel so einen eher dunkleren Ton, dann einen sehr, sehr pinken, glitzerigen, ein Lipgloss, durchsichtig, das trage ich so gerade, ist aber schon fast weg, und auch hier einen Lippenstift, das ist ein Lippenstift, der ist matt, ein Nude-Ton und beides trage ich eigentlich gerade, aber das geht jetzt schon weg. Also, ja, ansonsten waren da halt, wie gesagt, noch Nagellacke drin und ein Mini-Bronzer von W7 und eine Mascara noch. Also auch richtig, richtig coole Produkte. Dann kommen wir mal zu Glossy Box. Glossy Box war die Edition All I Want. Und da habe ich jetzt auch einige Produkte hier. Zum Beispiel habe ich hier einmal den Pixi by Petra Fresh Face Blush in Beach Rose. Und der war auch ganz schön. Habe ich auch in dem Trying Out getestet. Da könnt ihr euch wirklich auch ein Bild machen. Der war auch sehr, sehr angenehm. Hat sehr, sehr viel abgegeben. War super pigmentiert. Richtig cooles Produkt. Dann habe ich hier zum Beispiel noch von Etre Belay, von Bella Pierre, ein Kiss-Proof Lip Finish. Das heißt, da tragt ihr einfach Lippenstift auf, das dann drüber und dann habt ihr so ein Gloss und euer Lippenstift hält. Und das ist ein richtig, richtig cooles Produkt. Habe ich mich sehr gefreut, fand ich auch wirklich super. Ich bin eigentlich nicht so der Lipgloss-Fan, aber ich versuche das jetzt auch öfters mal zu tragen, weil ich auch so viele Lipglosse habe. Und da kann ich natürlich jetzt auch meine Lippenstifte in Lipglosse verwandeln. Und das ist natürlich auch richtig cool. Dann war hier zum Beispiel auch ein Pinsel drin von Luxie, der 522 Highlighter Pinsel. Den benutze ich jetzt eigentlich derzeit die ganze Zeit, wenn ich meinen Lieblingshighlighter von Essence benutze. Der ist wirklich auch super. Also auch ein richtig cooles Produkt. Dann habe ich hier zum Beispiel noch von Lollipops, ist ein Fluid drin für...
als Highlighter, den kann man einfach in die Foundation mischen. Dann ist sie so ein bisschen mehr natürlich, shiny. Und das war auch richtig, richtig cool. Das ist ein Liquid Highlighter. Und den, der ist sehr goldig. Also es ist wirklich so wie so eine Art glitzernder Bronzer. Und den teste ich auch in dem neuen Tryout dann. Genauso wie auch hier den Concealer. Das ist Hey Honey, ein Trick and Treat Cream Concealer. Der ist mir jetzt ein bisschen zu dunkel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber man kann ihn natürlich mit aufhellenden Produkten passend machen. Ist natürlich auch schwer im Adventskalender die richtige Farbe für ihn zu finden, weil man natürlich mal, weil man kann ihn ja auch so kaufen. Und deswegen ohne Abo. Und das ist natürlich schwer, die richtige Farbe. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ist für mich so eher so ein, Ding. Dann war hier von Essie ein Nagellack drin. Den habe ich auch an meinen Füßen derzeit. Das ist die Farbe 280. Das ist so ein rosa-rot. Sorry, Aquale. Ich habe echt noch einige Produkte. Ich habe hier zum Beispiel von Biodroga eine Fließmaske. Die war wirklich der Oberhammer. Die hat super gepflegt, war super angenehm. Meine Haut hat sie wirklich gut vertragen, weil ich habe die nämlich an Silvester angehabt. Und schaut mal, heute ist Samstag, quasi eine gute Woche später. Meine Haut sieht immer noch gut aus, hat kaum Pickel. Also echt super. Die hat super gepflegt. Sie schaut auch richtig erholt aus. Also ja, ich kann euch hier noch ein paar Produkte vorlesen. Zum Beispiel ist hier von Barbour so Ampullen noch drin. Von Aiko ist ein Lidschattenstick drin. Von Huda Beauty, das war im 24. Türchen, ist eine Highlighter-Palette drin. Die habe ich noch nicht getestet. Die wird beim nächsten Trying Out, also nicht jetzt, dass das nächste Woche Sonntag kommt, sondern also diesen Sonntag, sondern im Februar dann kommen. Dann gibt es hier zum Beispiel von NYX Nip and Fab ein Dragon's Blood Fix Plumping Serum. Oder ein von Rituals gibt es ein The Ritual of Ayurveda Hand Balm. Von Vela Professional gibt es eine Color Mask. Ja, da gibt es so viel. Also von Lancaster gibt es da zum Beispiel auch eine Läufkraft verstärkende Retinol in Öl Nachtcreme. Also sind wirklich super. Wenn ich jetzt alle Adventskalender vergleiche, was sag ich? Top ist der Glossy Box Adventskalender. Der kostet, ich glaube, 140 Euro. Sind aber Produkte, Originalprodukte eigentlich ausschließlich drin. Und das sind macht einen Gesamtwert von guten 300 Euro. Der ist echt teuer, hat aber mega Produkte und auch mega teure Produkte. Deswegen, ich finde den echt gut. Den W7, den habe ich für 10 Euro gekauft auf der Messe. Ich glaube, der kostet ein bisschen mehr, weil das ist ja der Messepreis. Muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil das sind halt wirklich nur so Probiergrößen. Die Nagellacks sind vielleicht so groß. Das sind echt nicht große Sachen. Muss ich sagen, finde ich ein bisschen teuer. Ich habe den jetzt auch nur gekauft, weil ich die Marke W7 für euch testen wollte, weil das soll ja diese Benefit Dupe Firma sein. Ansonsten hätte ich mir den nicht geholt. Also ich finde die Produkte zwar echt gut, aber Preis-Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Auch von den Produkten her, die Lipglosse, die Bappen so ein bisschen, setzen sich hier zum Beispiel auch ab. Auch die Lippenstifte halten wirklich nicht lange. Also ihr müsst nur einmal was trinken und der halbe Lippenstift ist weg. Das ist so ein bisschen enttäuschend, aber ansonsten sind die Produkte eigentlich ganz okay. Dann beim Balea. Beim Balea ist halt so, dass natürlich das nur Probiergrößen sind. Das ist nichts Originales. Den kriegt man für knappe 15 Euro, also 14,95 Euro. Finde ich auch ein bisschen teuer, aber man kriegt dafür halt eine Limited Edition, die es halt so nicht zu kaufen gibt und man so halt was hat. Ich liebe den. Ich finde den 1000-mal besser als den Douglas, weil ich davor den Douglas Adventskalender immer hatte und den Balea letztes Jahr das erste Mal getestet habe. Und deswegen ist es so mein Lieblings-Favorite-Adventskalender. Ansonsten ist der halt auch eher enttäuschend, wenn man jetzt das Preis-Leistungs-Verhältnis anschaut. Brigitte Box gab es dieses Jahr das erste Mal. Und da muss ich sagen, er kostet 50 Euro. Da sind Produkte in Wert von über 100 Euro drin. Es sind tolle Sachen drin. Es gibt eine Flasche Wein. Dann gibt es Aussteckformen, es gibt Tee, es gibt Beauty-Produkte, es gibt einen Stammball, gab es sogar. Also es gibt schon einige Sachen, aber ich muss auch bei dem sagen, er hat mich zwar überzeugt, aber ich weiß nicht, weil er ähnelt halt doch sehr den Pinkbox-Produkten. Weil Pinkbox gehört ja zu Brigitte Box.
Und da ist halt schon eher mehr so das Zeug drin. Man muss es wirklich mögen. Ich finde es gut, weil ich es halt liebe, Produkte zu testen. Und ich auch die Pinkbox-Produkte eigentlich fast alle immer gut finde. Und deswegen finde ich den auch sehr gut. Aber das ist halt so auch... Aber ich habe jetzt so im Großen und Ganzen, hat mich jetzt noch nicht so richtig geflockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Von den Glossy Boss Produkten. Ich bin zwar jetzt nicht so ein Gloss-Fan, aber der Rest ist eigentlich ganz okay. Was ich bis jetzt getestet habe, auch vom letzten Jahr, die Produkte, die waren eigentlich auch alle sehr gut. W7 hat mich, wie gesagt, so ein bisschen enttäuscht und hat mich auch, die Marke hat mich bis jetzt noch nicht zu 100% überzeugt, wo ich sage, okay, ja, für, weil ich glaube, so ein großer Lippenstift kostet 4 Euro. Ob ich sagen würde, okay, ja, ich will mir das so groß kaufen, weiß ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Marke hat mich jetzt noch nicht so überzeugt, dass ich sage, boah, Leute, das braucht ihr, das Zeug. Bis jetzt noch nicht. Ich warte mal ab, vielleicht kriege ich auch noch ein anderes Bild. Balea ist, wie gesagt, das sind, ist halt einfach eine eigene LE. Finde ich so im Großen und Ganzen gut an, und deswegen mag ich das auch, weil es halt Produkte sind, die man auch im Alltag haben kann. Duschgels, Bodylotions, Gesichtsmasken, Haarmasken, Shampoos, Spülungen, sowas halt. Und Brigitte Box hat halt wirklich auch nochmal das gleiche, also hat wirklich alles drinnen. Alles. Und das ist halt auch ganz gut, das ist halt ein Adventskalender, den man auch super verschenken kann. Weil es halt wirklich, es hat Nagellack drin, es hat Badezusätze, es hat Gesichtscremes, Gesichtsmasken, Kalender, Tee, reichlich. Also es ist Süßigkeiten, eine Flasche Wein, was will man mehr? Das ist halt wirklich auch so ein Kalender, den man gut verschenken kann. Der hat mich jetzt eigentlich, ich bin jetzt noch nicht so, dass ich sage, okay, der Brigitte Box ist top, weil ich eben abwarte, wie die Produkte sind. Aber bis jetzt sage ich, er ist echt gut. Und ja, es gibt auch demnächst auf meinem Blog dann endlich die Review zu den Adventskalendern. Das heißt, da steht auch eine genaue Review zu den Produkten drin, wie ich sie fand, wie die Verpackung war, ob ich den Adventskalender kaufen will. Und ich werde es immer wieder einfügen. Das heißt, wenn ich neue Adventskalender-Produkte bekomme, es kommt auch von den Jahren zuvor, ich arbeite dran. Aber es ist halt so viel, ich habe ein ganzes Regalfach voller Produkte und die stapeln sich. Und ich weiß halt auch nicht, wann ich das alles aufbrauchen soll, dass ich halt euch allen, ich will halt nicht alles aufmachen und dann 3 Jahre nicht benutzen. Und deswegen benutze ich jetzt erstmal eins nach dem anderen. Und es wird auch immer alles aktualisiert. Ich arbeite dran und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und wir sehen uns am Sonntag um 14 Uhr zu einem neuen Video. Und da gibt es mein Trying Out Januar mit ganz, ganz vielen Produkten von dem Adventskalender. Also schaut auf jeden Fall vorbei, da könnt ihr ganz, ganz viel getestet sehen. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und am Sonntag um 14 Uhr einschalten. Tschüss!